Hey Leute, ich springe heute für Michi ein, DVD-Collector, und ich habe ja schon beim letzten Update gesagt, dass ich wenig Zeit gehabt habe, Filme anzuschauen. Deswegen habe ich einen von denen genommen, die ich halt gesehen habe. Der kommt dann auch wahrscheinlich im neuen Update vor. Ist nicht einer, den ich unbedingt reviewen wollte, aber ich wollte irgendwas Neues aus meiner Kollektion nochmal wieder vorstellen und. Deswegen habe ich mich für 21 Gramm bzw. 21 Grams entschieden vom Regisseur Alejandro González Iñárritu. Keine Ahnung, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Vom Regisseur Amores Perros kenne ich leider nicht. 21 Gramm ist irgendwann 2003 einmal rausgekommen. Hat mich damals schon sehr interessiert, wie er in der Videothek gelegen ist. Und jetzt hat ihn meine Freundin für mich bestellt und wir haben uns den gemeinsam angeschaut und sind beide zum selben Schluss gekommen. Nicht so schlecht, aber sehr, sehr langatmig. Er dauert eigentlich eh nur 120 Minuten, aber es kommt dann vor wie 160 bis 180 Minuten, also schon viel zu lang für einen Film, finde ich. Um was dreht sich's bei 21 Grams? Es ist, kann man sagen, ein Episodenfilm, mehrere Geschichten von mehreren Personen, in dem Fall drei Hauptcharakteren, die irgendwie miteinander verknüpft sind, die treffen aufeinander. Auf der einen Seite haben wir den, ich denke, er ist krebskrank, möglicherweise Lungenkrebs, man weiß es, na, Blödsinn, krebskrank, er hat was beim Herzen. Und so ist es der Sean Penn, er wartet auf ein Spenderherz. Das zweite ist der Benicio del Toro, spielt einen ehemaligen Kriminellen, der jetzt Familie hat, ein fleißiger Arbeiter ist und in der Kirche hilft, Jugendliche auf den rechten Weg zu bringen. Und dann haben wir noch die Naomi Watts, eine Mutter von zwei Töchtern und Ehefrau, die sehr gerne schwimmt. Das sind eben die drei Ausgangspositionen der Charaktere, so wie wir sie am Anfang sehen. Was aber dann sehr verschwimmt, weil der Regisseur, was mir sehr gut gefällt, in den Zeiten extrem oft hin und her springt. Dass man am Anfang leicht verwirrt ist, aber dann sich einfach darauf einlassen kann und das wirkt richtig gut. Eben wie er zwischen die drei Personen und dann auch den Zeiten hin und her springt, sehr, sehr interessant gemacht. Alejandro 1A, das ist das Gute. Wie die drei jetzt dann zusammenspielen, das werde ich nicht sagen. Das am besten selbst anschauen und rausfinden. Und zwar ist das dann auch schon der negative Punkt, was ich darauf dazu zu sagen habe, und zwar, dass man sehr schnell oder bald einmal erfährt in der ersten halben Stunde, wie die drei zusammenhängen und was da genau passiert ist. Und dann wartet man den ganzen Film lang nur darauf, dass es aufgelöst wird, wie das, was eben da passiert, wie es passiert. Und das ist das Schade dran, weil die ganzen Zwischengespräche und Nebenhandlungen, die dann noch ein bisschen so aufkommen, sind extrem uninteressant und das ist, wie gesagt, ein sehr langatmiger Film, deshalb bis dann am Ende halt aufgeschlüsselt wird, aha, so ist das passiert, von dem sie schon jetzt an die ganzen 1,5 Stunden reden. Das ist hat mir und der Freundin eben, wir sind ein bisschen sauer aufgestoßen, deswegen wird es wahrscheinlich ein Film sein, den ich einmal anschaue und dann eventuell nie wieder, außer jemand will mit mir noch einmal anschauen. Aber eben wie er gedreht ist und die Handlung an sich sehr, sehr gut und die Charaktere super miteinander verknüpft. Die schauspielerischen Leistungen, Del Toro gefällt mir super, eigentlich immer sehr guter Schauspieler. Sean Penn macht seine Rolle als Kranker, der nicht krank sein will, auch sehr, sehr gut. Und die Naomi Watts, ist halt die Naomi Watts, ist halt in dem Film da. Der Film ist ganz klar ein Drama und nichts anderes, hat ein paar Action-Elemente drin und Teile einer Romanze, was das Ganze aber nicht schnulzig macht, das passt eh relativ gut rein. Extras haben wir auf der DVD, auf der Standard-DVD, ein Making-of, 18 Minuten habe ich leider noch nicht angeschaut, was heißt leider, interessiert mich zwar nicht wirklich, aber man kann es sich ergeben, wenn es interessiert. Warum heißt der Film 21 Gram? Man sagt, ich habe es auch erst seit dem Film gehört, es wird gesagt, dass wenn der Mensch stirbt, verliert er genau 21 Gramm an Körpergewicht.
Das hat anscheinend sogar ein Wissenschaftler irgendwie festgestellt, der hat ein paar Tote auf die Waage gelegt oder ein paar im Sterben liegende und hat das rausgefunden. Jeder Mensch verliert 21 Gramm und jetzt rät man manche, was ist da los? Ist das das Gewicht der Seele oder ist es was komplett Zufälliges? Ist mir mehr oder weniger egal und deswegen haben wir dann auch die ganzen Taglines, wie viel wiegt Liebe, wie viel wiegt Schuld, wie viel wiegt Rache? Ja, der Tod wiegt 21 Gramm, keine Ahnung. Aber der Film an sich, man kann ihn sich anschauen, einmaliges Erlebnis. In dem Sinn, dass der Film nicht einmalig ist, aber man schaut ihn einmalig an, so meine ich das. Auf keinen Fall ein schlechter Film, aber eben, er dauert extrem lang. Er zieht sich von nach der ersten halben Stunde bis zum Ende, weil man eben schon weiß, was passiert. Aufgrund der Zeitsprünge wird halt alles relativ früh aufgelöst. Das ist das, was ein bisschen schade ist, aber sonst kommt sogar mit Booklet eine neue Flagge, sieht man auch sehr selten. Aber alles in allem, kein Meisterwerk, aber sehenswert für einen Filmabend. Nehmt euch Zeit, schaut es euch an und sagt mal, was ihr davon gehalten habt. Das war's am Mittwoch von mir wieder mal und man sieht sich beim nächsten Fill-In-Video, das hoffentlich des Öfteren jetzt wieder mitkommen wird. Ich habe leider, wie gesagt, wenig Zeit, aber das interessiert eh keinen, deswegen tschüss, bis dann.